So, herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Teil von Baphomets Fluch, von Let's Play Baphomets Fluch. Wir sind jetzt hier ins Müsigrün gekommen, um mit dem Archäologen André Lobineau zu sprechen. Wie wir sehen, ist er aber aktuell nicht hier. Deswegen sprechen wir doch einfach mal mit dem Herrn in Verzeihung. Uniform. Oui, Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh nein, wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Schade. Aber vielleicht weiß er was über die Templer. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Und wer ist Wissen Sie etwas Pergament? über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. So, aber vielleicht hat er ja Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? unseren Nein, Clown Monsieur. gesehen. Sollte ich ihn kennen? Vermutlich nicht. Oder hat man was von Sagt Thomas Ihnen Moller dieser gehört? Ausweis etwas? Nein. Club Alamut? Haben Sie jemals vom Club Alamut gehört? Oh nein, in solche Etablissements gehe ich nicht. Ah, Schelm, der Böses dabei denkt. Der war bis jetzt der Erste, der direkt an diese Sache gedacht hat. Naja, und vielleicht gibt er uns ja die Würden Sie Hand. mir die Hand geben? Nicht solange ich im Dienst bin, Monsieur. Scheint in Frankreich so eine Macke zu sein. Solange man im Dienst ist, gibt man niemandem die Hand. Da ist ja Chamouillet auch schon so. Vielen Naja, Dank für Ihre Hilfe. aber ich glaube, jeder von euch hat es gesehen, was genau in der Mitte des Bildschirms zu sehen ist. Ein Dreibein. Das kann ja wohl kein Zufall sein. Schauen wir es uns doch einfach mal genauer an. In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Dann sprechen wir ihn doch einfach nochmal an. Verzeihung. Vielleicht weiß er ja noch etwas mehr über Oui, das Monsieur. Dreibein. Oder dort, wo es herkommt. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Das bisschen Bildung, das ich besitze, verdanke ich meinem Onkel. Er war Optiker, hatte in seiner Freizeit aber auch die Lehrerstelle an der Dorfschule inne. Er hat mir das Alphabet beigebracht. Naja, 19 Buchstaben davon. Die unterste Linie auf dem Schaubild war so klein, dass nicht mal er sie lesen konnte. Also hat er sie einfach ausgelassen. Warum fangen Sie nicht nochmal an und gehen in die Abendschule? Wissen Sie, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Meinen Sie, wenn ich viel lerne und alle Hausaufgaben mache, könnte ich Professor für Geschichte werden? In Ihrem Alter träumen Sie weiter. Zuerst erstmal mit dem Mann Hoffnung und dann holen wir ihn ganz übel zurück auf den Boden der Tatsachen. Naja. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. John Was Dee? ist so aufregend an John Dees Dreibein? Dee war der berühmteste Kontorsionist des 16. Jahrhunderts, der Houdini seiner Zeit. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontorsionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen, kein Dreibein. Egal, was immer er war, auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Ich glaube es ja eher Was für nicht. Experimente hat dieser John Dee mit seinem Dreibein gemacht? Och, das Übliche. Haben Sie in der Schule denn keine Chemie gehabt? Schon, aber wir haben Taumatologie übersprungen. Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte?
Aus der Vitrine herausnehmen? Ah, non. Dieses Dreibein wird von einem raffinierten Überwachungssystem gesichert. Wie raffiniert? Eine ohrenbetäubend laute Klingel. Wie wird die Alarmglocke ausgelöst? Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert für Ihre Alarmanlage doch etwas gewagt ist. Sie hat bisher noch nie versagt. Die Raffinesse liegt in ihrer Einfachheit. Okay, da hat er wieder recht. Aber vielen wir Dank sehen, für Ihre Hilfe. das bringt uns nicht viel weiter. Aber wir haben einen neuen Schauplatz entdeckt oder herausgefunden. Loch Marn in Irland. Das Dreibein ist ohne Zweifel das auf dem Manuskript. Die Templerverbindung bestätigt das. Ich bin versucht, nach Irland zu fahren und das nachzuprüfen. So, machen wir uns auf den Weg nach Irland. Da hat doch unsere nette Wahrsagerin schon mal recht, dass wir auf eine lange Reise gehen werden. Und das ist nämlich erst der Anfang. Etliche Stunden später komme ich endlich in Irland an, auf der grünen Insel. Es ist reines Glück, dass ich einen Bus erwische, der von Dublin in das kleine Dorf Loch Marn fährt. Auf dem Weg erzählt der Fahrer, dass es pro Tag nur einen Bus daraus gibt. So, und sofort geben wir den kleinen Jungen da mal die Hand mit unserem Buzzer. Hallo da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Inspektor Rousseau oder George Stobbart, was meint ihr? Sind wir ehrlich? Ich bin George Stobbart und ich gehöre zu den guten Jungs. Sie haben Rad ab, Mister! Noch alle Tassen im Schrank? Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam Maguire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, Maguire? Ich bin auf der Flucht vor meinen Alten. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht! Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett, todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich hab die Pennies, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, hab ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und da plötzlich taucht mein Alter auf und grapscht sich die Kohle. Ich geh nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. So, und probieren wir es doch nochmal. Vielleicht gibt er uns ja jetzt nochmal die Hand. Gib mir deine Hand. Was denn jetzt los? Ach, hab dich doch nicht so. Ich will dir doch nur eine kleine Nummer zeigen. Kommt nicht in Frage. Ich schieb keine Nummern. Pater Mahoney hat gesagt, dass ich sonst in der Hölle komme. Ich will dir doch nur die Hand schütteln. Das ist alles. Von mir aus. Volltreffer. Gut, hä? Hab überhaupt nichts gemerkt. Nö, überhaupt nicht. Naja. Ich glaube nicht, dass er mal jemals was zum Club Alamut gehört hat, aber vielleicht. Nein, glaube ich auch nicht. Von Thomas Müller auch nicht. Aber vielleicht war ja dieser Mann. Hast da. Du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen! Nö, nie gesehen. So, dann fragen ihn, wie ihn mal ist nach einem ein Clown. Ist dir ein Typ aufgefallen, der wie ein Clown ausgesehen hat? Hier in Loch Marn? Hier sehen doch alle wie Clowns aus. Der Mann, den ich suche, ist ein gefährlicher Psychopath. Kerl, genau wie in dem Film, den ich gesehen hab. Da ist dieser Clown, wissen Sie? Also der ist hinter einem Kid her, das da gesehen hat, wie er einen Typen umgelegt hat. Er versucht, den Sheriff zu warnen, aber keiner glaubt ihm. Und dann, wo er in der Badewanne liegt, kommt der Clown und zerlegt ihn mit einer Kettensäge. Mein Gott, hört sich nicht so an, als ob das schon das Richtige für dich wäre. Was bilden Sie sich eigentlich ein, ey? Ich bin 25. Blödsinn, du bist nicht älter als 14. Oh nein, 25 bin ich, jawohl.
verheiratet, hab ein Auto und 3 Kinder. 10 Kinder, wenn man die von meiner Frau mit dazu zählt. Klar. Ganz klar. Naja, was vielleicht hat er ja schon das mal Schloss was von erzählen, dem Schloss gehört. Was wollen Sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Ach, nix. Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich habe ja überhaupt nichts Angst. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen. Ach ja? Und wenn ich nichts sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh. Da gibt's ein Gespenst. Klar, ein Gespenst. Das Phantom von Loch Marn. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, hä? Mister, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Klar. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen. Wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. Aus dem Schloss? Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallahans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in denen sich alles Mögliche verstecken konnte. Ich wäre ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig. Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlumpt und verkrüppelt wie eine alte Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich hab mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Ich bin sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für das gibt, was du gesehen hast. Natürlich gibt's sie. In dem verdammten Ding spukt's. So. Bis später dann. Also außer, dass, okay, dass angeblich Mister. Ein Geist in dem Schloss wohnt, haben wir nicht viel darüber herausgefunden. Dann gehen wir doch mal in das Pub. Smack Devils oder wie es heißt. Mal hier drin steht jetzt Patrick's. Naja. Ich würde sagen, wir rufen jetzt einfach mal Nicole an, wo wir sind. Und schließlich sind wir ja Hals über Kopf nach Loch Marn abgehauen. Hallo, Collard, j'écoute. Nico? Wer spricht da? Ich bin's, George. Oh, hallo George, wo bist du? Ich bin in Irland. Irland? Was machst du denn da? Das ist eine lange Geschichte. Irgendwelche Anzeichen von unserem Freund, dem Clown? Du scherzt wohl. Der hat doch noch nie etwas von Loch Marn gehört. Wäre ich mir noch nicht so sicher. Aber naja, dann sprechen wir mal mit dem Besitzer des Pubs. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Nein. Nein, danke. Ich will nicht allzu lang hier bleiben. Wer will das schon? Die meisten Leute werfen einen Blick auf Loch Marn und sind schon wieder im Bus. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Im Ernst, ich suche einen Mann, der als Clown verkleidet ist. Hat er vielleicht einen kleinen weißen Hund mit einer schwarzen Augenklappe dabei? Glaube ich eigentlich weniger. Das muss ja ein seltsamer Ort sein. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Sie sind schon der Zweite, der mich heute danach fragt. Ich weiß nichts über das Schloss. Ist sowieso nur eine alte Ruine. Wer hat sonst noch nach dem Schloss gefragt? Sagte, er wäre Reporter. Hat nach dem kleinen Volk gefragt. Ich habe ihm ein paar Geschichten über das kleine Volk erzählt. Hätte mich vielleicht sogar dafür bezahlt, dass ich ihm genau das erzähle, was er hören wollte. Egal, ich habe ihn jedenfalls rausgeschmissen.
Klasse, Mick. So geht man mit Journalisten um. Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Ich, würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum und es haut einen um. So, fragen wir mal. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sollte ich? Was wollen Sie von ihm? Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Ich will keinen Ärger hier in der Bar, Mister. Wenn Sie sich mit jemandem prügeln möchten, gehen Sie zu Pater Mahoney. Ein Priester? Ein Mann des Wortes? Klar, und er bringt den Jungs im Jugendclub bei, wie man boxt. Mahoney behauptet, dass Boxen den Charakter entwickelt. Stimmt das, Pat? Hat er dich nicht auch in der Prügelkunst unterrichtet? Doyle! Sorry, Michael, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt? Oh, vergiss es. So. Das bringt uns also auch nicht weiter. Danke. Trinken wir doch mal ein Schlückchen Ale. Und sprechen damit Pat Doyle. Hi, ich heiße Stobbart. George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Vielleicht weiß er was über das Schloss. Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Ja klar sind wir. Genau. Professor Stobbart, Miskatonic University. Sie sind Archäologe. Und fragen uns wegen dem Schloss? Entschuldigung, Mr. O'Brien, der Gentleman hat mit mir geredet. Wieso sind Sie nicht mit den anderen weggegangen? Ich wusste gar nicht, dass Sie weggegangen sind. Aber klar doch, haben Schaufel und Spaten eingepackt und sind verschwunden. Ich habe anscheinend die ganze Action verpasst. Was für Action? Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburgerverpackungen und Kondome mit Geschmack. Was weiß er noch über die Ausgrabung? Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich hab's selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Hab ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Ich glaube, er meinte inkompetent. Inkontinent kann ich nicht beurteilen. Zumindest aktuell hat er keine nasse Hose. Naja, vielleicht weiß er ja was von einem Edelstein. Stimmt es, dass Pegram einen wertvollen Edelstein gefunden hat? Was? Ist das Erste, was ich davon höre. Wo bist du gewesen, Pat? Jeder hier redet über den Edelstein. Von Loch Marne bis Ballydoon. Hat mir niemand nie nix von gesagt. Den hat echt das Glücksschwein gebissen. Deswegen ist er abgehauen. Dann mal tschüss. Aus Doll kriegen wir wohl nicht viel raus. Aber vielleicht aus dem anderen. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? O'Brien scheint der Schlauste von den dreien zu sein.
Vielleicht weiß er was über das Schloss und die Ausgrabung. Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Vielleicht das Dreibein. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebuddelt. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Was weiß er denn noch alles? Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber möchte ich noch hinzufügen. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drin, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Das ist eine Toilette, die man nicht unbedingt von innen sehen möchte. Naja, was weiß er noch alles über Pilgrim? Wissen Sie, wohin Pilgrim gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Loch Marn wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Der Edelstein. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Nein, ich bin der Geschichtsprofessor. Dem Himmel sei Dank dafür. Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur gehört, gesehen. Und das kann ich Ihnen sagen, es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Loch Marn. Oh nein! Ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. Naja. Also dann bis später. Dann sammeln wir mal noch das Handtuch ein, das kann es vielleicht später. Der Mann noch hat seinen Arm über das Handtuch gelegt, unmöglich es da rauszubekommen. Also geben wir ihm doch einfach einen aus. Wenn das Handtuch kommen wollen. Ja, Sir? Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob? Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Nein. Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Hat Pegram hier gewohnt? Genau, im besten Zimmer des Hauses. Das ist das Zimmer mit dem Bett. Kann ich Pegrams Zimmer sehen? Hat einer der Brüder aus dem Kloster genommen. Sie kommen jedes Jahr hierher zur spirituellen Erfrischung. Das ist gut, das muss ich mir merken. Spirituelle Erfrischung ist ein Bauch voll Bier. Ich möchte einen Mann Gottes nicht stören. Besonders nicht einen so großen Typen aus dem Heim für schwer erziehbare Jungs. Kann ich dir nicht verdenken, Mick. Der Bruder hat Muskeln wie ein Muskelmann. Naja. Danke. Ich will an das Handtuch. Und hallo. Och, nicht. Naja, da kommen wir scheinbar jetzt noch nicht dran. Dann sprechen wir mal mit dem Mann da hinten an dem Tisch, dem er so niest. Hallo, guter Mann. Was?
Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun Sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler. Egal, das hier ist keine gewöhnliche Erkältung, das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie sind nicht zufälligerweise von der Polizei, hä? Entschuldigung. Polizei? Nein, das wüsste ich. Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen, aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Okay, das macht die Kneipe umso vertrauenswürdiger. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungchen. Lochmann Castle ist verflucht. Das hat mir auch der Junge da draußen gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Dann sind Sie ein Dummkopf. Haben Sie den Geist mal gesehen? Ja doch, mit meinen eigenen Augen. Das sind es jetzt schon zwei, die den Geist gesehen haben. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagende Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? In Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Jetzt will ich doch noch mehr über den glaube, Geist ich weiß, wissen. Was Sie auf der Burgmauer gesehen haben. Den kleinen... Ich weiß, was ich gesehen habe. Das glaube ich nicht. Es war der kleine McQuire. Was? Er saß am letzten Dienstag nachts auf der Mauer. Er dachte, Sie wären das Phantom von Lochmann. Oh. Das ist alles, was er dazu sagt. Gut, da haben wir wenigstens ein Rätsel. Kennen Sie mal Pegram, gelöst? Den Archäologen? Das ist der mickrige Typ, der am Schloss rumschnüffelt, ja? Nein, den kenne ich nicht. Vielleicht hat er aber wenigstens was mit dem Wussten Sie, dass Pegram archäologische Ausgrabungen vornahm? Ich mische mich nicht in anderer Leute Angelegenheiten ein. Interessiert mich alles nicht. Wissen Sie, wo ich Pegram finden kann? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von ihm gehört habe. Anders wäre es noch über das Schloss. Mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber es gibt hier niemanden, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Gut, das ist immerhin etwas. Bis dann. Jetzt müssen wir warten, bis er da gleich nochmal mit seinem Draht spielt, den er da jetzt rausholt. Der hat ja weggepackt, wir brauchen den Draht. Das weiß ich noch, sonst kommen wir nachher nicht weiter. Ja, das heißt es warten. Jetzt schnell schnappen. Zup. Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. So, und jetzt haben wir nur noch mit einem hier in der Kneipe nicht gesprochen. Das ist der Herr in der gelben Jacke, der so nervös ständig ich heiße auf George. Sie guckt. Nett, Sie kennenzulernen, Mister. Ich heiße Fitzgerald. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, glaube ich wenigstens nicht. Schauen Sie genau hin, er hat eine Narbe im Gesicht. Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Naja. Will kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. So, was weiß er denn über was das Schloss? Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen.
Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen? Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Tot. Wir sind dann nicht mehr hingegangen. Sind Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Kennen Sie Dr. Pegram? Das ist dieser Archäologe, oder? Richtig. Wo kann ich Dr. Pegram finden? Ich habe gehört, er sei zum Angeln gegangen. Weiß aber nicht, wohin. Was weiß er denn wenigstens? Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha, wie kommen Sie denn auf die Idee? Haben Sie von dem Edelstein gehört, den Pegram gefunden hat? Ich habe Gerüchte gehört, aber man darf schließlich nicht alles glauben, was man so hört oder sieht, hm? Bis später. Geh mal nochmal raus zu dem Jungen. Vielleicht weiß der ja noch was. Den wollen wir ja schließlich auch noch aufklären. Hey, McGuire. Was er da in der Nacht gesehen hat. Kennst du jemanden, der Pegram heißt? Können Sie ihn beschreiben? So wie die Bullen in den Fernsehserien? Der Mann ist ein englischer Archäologe. Na klar kenne ich den Mann, den Sie meinen. Kannst du mir sagen, wo ich Pegram finde? Nö, kann ich nicht, weil er jetzt nicht hier ist. Aber wenn ich ihn sehe, frage ich ihn. Weißt du, was Pegram im Schloss gemacht hat? Nach vergrabenen Schätzen gebuddelt. Edelsteine und Gold und Skelette. Genau wie im Film. Weißt du etwas über Pegrams Ausgrabung? Der wollte mich doch nicht mal in die Nähe lassen. Hab ihm angeboten zu helfen, aber er hat mich weggescheucht. Was soll's? Ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Nein, Pegrams stinkiges altes Loch würde ich auch nicht sehen wollen. Arbeitet jemand aus dem Dorf an der Ausgrabung? Pegram hat ein paar Studenten und Penner mitgebracht. Dachte, es weiß keiner in Loch Marn, wonach er suchen sollte. Der einzige Typ von hier, der für ihn malocht hat, ist Sean Fitzgerald. Ja, Fitzgerald sagt, er sei nie auch nur in die Nähe der Ausgrabung gekommen. Der nimmt sie schwer auf den Arm, Mister. Bist du sicher, dass Fitzgerald bei der Grabung gearbeitet hat? Wieso? Natürlich hat er das. Würde ich sie anlügen? Naja, er sagt nein. Ich habe sie doch erst gestern Nacht zusammen gesehen. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Was haben sie gemacht? Pegram hat Fitzi eine Schachtel gegeben. Sah davon nicht besonders begeistert aus. Hab ich also recht gehabt. Aber wie kann ich ihn überreden, mir das Ding zu geben? Brechen Sie ihm die Flossen. Das könnte ich nie tun. Ich schon. Danke für das Angebot, aber ich versuche doch lieber eine subtilere Methode. Chinesische Wasserfolter? Klar. Wovor fürchtet sich Fitzgerald denn so? Vor allem und jedem. Dann sollte es ja nicht allzu schwer sein, ihn zum Reden zu bringen. Könnte sein, aber man darf's nicht übertreiben. Versuchen Sie es auf die sanfte Tour. Schmieren Sie ihm Honig ums Maul. In der Zeitung habe ich gelesen, dass Pegram einen sagenumwobenen Edelstein gefunden hat. Bingo! Haben in Loch Marn alle drüber geredet. Eine ganze Woche lang. Du hast den Edelstein nicht zufälligerweise gesehen? Scheiße, nein. Ich denke, Pegram ist damit abgehauen. Ich an seiner Stelle, ich würde nach Amsterdam gehen, das Ding zerlegen lassen und dann verkaufen. Der könnte auch wie Rockefeller leben, statt Löcher zu buddeln. Naja. Was meinst du, wofür könnte man diesen Draht benutzen? Für Autos zum Knacken. Gibt dabei nur ein Problem. Der Polizist hier? Nee, hier in Loch Marn hat keiner ein Auto. Oh, das ist natürlich dann bis ein großes Problem zum Auto knacken. Okay, Mister. Naja, dann gehen wir nochmal rein und fühlen diesem Sean Fitzgerald jetzt mal so richtig auf den Zahn. Aber ich würde sagen, das machen wir dann doch gleich zu Beginn der nächsten Folge. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Seid bei der nächsten Folge nochmal dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Schreibt in die Comments, ob es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt in die Comments, was ich besser machen könnte. Bis zum fünften Teil. Nein, zum fünften oder zum sechsten? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich glaube zum sechsten Teil. Das war, glaube ich, schon der fünfte. Naja. Ich werde noch zählen können. Das ist ziemlich schwer. Eins, zwei, vier. Naja. Bis zum nächsten Mal.